Patente Frauen. Lust und Frust von Erfinderinnen. Wer wird Englands Erfinderin des Jahres? Eine Frau schafft den künstlichen Menschen. Warum nur 10% der Erfindungen von Frauen sind. Und in Swissmade, Webstühle im Walmisch Steyr. Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei NZZ Format. Erfinderinnen sind unser heutiges Thema. Erfinder gelten als recht eigenartige Wesen, die über irgendeinem Ding brüten, so etwa wie Walt Disneys Comicfigur Daniel Düsentrieb. Dass es aber auch Erfinderinnen gibt, ist für viele Leute nicht vorstellbar. Aber es gibt sie, auch wenn nur etwa 10% aller Erfindungen von ihnen stammen. Offiziell wenigstens, denn viele Erfindungen von Frauen wurden vergessen, gestohlen oder unter dem Namen des Mannes eingereicht. Als Motivationsspritze für erfinderische Frauen wurde nun in London erstmalig der Preis für die britische Erfinderin des Jahres verliehen. Einige Bewerberinnen haben wir aufgesucht. Kurios, genial, verrückt. Da schmeißt man nur die Kippe rein. Unnütz oder brauchbar. So können Sie Skifahrer oder Rollbrett. Auf Erfindermessen werden die merkwürdigsten Dinge gezeigt. Performance Basic Modification Processes. So, this is the automatic rocking chair. Musik verdammt. Die Erfinder sind vor allem Männer. Frauen sieht man selten. In London, wo gerade die große Erfindermesse stattfindet, sollen nun auch die Frauen zum Zug kommen. Bola Olabisi, Rechtsanwältin und Gründerin eines Netzwerks für berufstätige Familienfrauen, ist die Initiantin eines Preises für die Erfinderin des Jahres. Well, I decided that there was a need for such an award when I realized that there were very few women inventors getting involved. Ich beschloss, den Preis zu organisieren, als ich entdeckte, dass an der Londoner Erfindermesse weniger als 10% Frauen teilnehmen. Das ist nun schon allzu lange so. Wir möchten die Frauen ermutigen, aus dem Busch zu kommen, und deswegen gibt es diesen Preis. It's a bit to try and encourage more women inventors, to try and encourage them to come out of the woodworks. We decided to have this award. Letzte Vorbereitungen für die Preisverleihung. 28 Frauen wollen Erfinderin des Jahres werden. Sie präsentieren die unterschiedlichsten Erfindungen. There have been some that are meant for just mothers and for babies, but I would say that they. Es gibt darunter schon Dinge für Mütter und Babys, aber der größte Teil sind praktische Erfindungen für Kameras, Badezimmer, Krankenhäuser oder Autos. Viele Erfindungen, die wir im täglichen Leben brauchen. For cars, there were so many inventions for different aspects for, that people can use in their daily lives. Vier dieser Bewerberinnen haben wir aufgesucht. Claire Lingard aus Hungerford ist Unternehmerin. Vor Jahren wurde sie von einem Auto angefahren und schwer verletzt. Seither spezialisiert sie sich auf Fahrkurse und Produkte für Sicherheit auf der Straße. Ich habe viel recherchiert über die Gründe, die zu Unfällen führen. 99% sind vermeidbar und auf menschliches Versagen zurückzuführen, weil die Fahrer das Auto vor sich nicht sehen. Ich suchte daher nach einer reflektierenden Markierung, um Unfälle zu reduzieren. Bei der Polizei fand Claire Lingard, was sie suchte, verfeinerte das Produkt und ließ es patentieren. Magnetic reflective markers can reflect headlights from cars. Meine Magnetstreifen können Scheinwerferlicht reflektieren und verringern das Unfallrisiko bei schlechtem Wetter oder Dunkelheit um 21%. Sie werden auch von der britischen Polizei benutzt. Sie muss Geld sparen. Und mit den Magnetstreifen kann man einen normalen Wagen in 5 Minuten in ein Polizeiauto verwandeln. Die Polizei von Essex gehört zu Claires Kunden. Ihre Firma ist erfolgreich. Der Weg von der Idee zum Produkt war für sie und Geschäftspartner Steve aber schwieriger, als sie dachten.
Als wir unser Projekt starteten, glaubten wir, es ginge viel schneller. Wir wussten nichts über Patentgesetze, nichts über Forschung und Entwicklung. Wir mussten vieles ausprobieren, brauchten ein Jahr länger als vorgesehen und hatten viele Hindernisse zu überwinden. Sarah, could you do me a letter, please? It's to Brian Adams. Bereits beschäftigt ihre Firma Ideas in Action ein Dutzend Angestellte. Der Name ist Programm. Claire hat schon eine Menge neuer Ideen, darüber will sie aber nichts sagen. Frauen und vor allem Erfinderinnen müssten lernen, den Mund zu halten. Once you've had an idea and you're developing it and you can see the opportunity and the potential. Wenn eine Frau eine Idee hat, möchte sie allen davon erzählen, aber das darf sie nicht. Das ist sehr schwierig, das kann ich wirklich sagen. Aber wenn man davon erzählt, ist das Risiko groß, dass jemand die Idee stiehlt und die ganze Energie, die man investiert hat, ist vergebens. So hart es ist, man muss seine Absicht für sich behalten, bis das Patent da ist. Dann kann man es allen erzählen und niemand kann es einem wegnehmen. Ein Kunde von Ideas in Action ist ein Mobilfunkbetreiber in Großbritannien. Wenn die Leute von Vodafone durch Wohngegenden fahren, bleiben sie gerne unerkannt. Denn wer will schon eine Antenne vor dem Haus? Dort aber, wo sie ihre mobilen Antennen aufstellen, müssen sie erkennbar und vor dem Verkehr geschützt sein. Für solche Situationen sind Claire Lingerts Magnetstreifen gedacht. Heatherley in Devon. Hier im Südwesten von England lebt eine der Frauen, die eher zufällig zu Erfinderinnen wurden. Leslie Kingcom. Bis jetzt wusste nicht einmal der Bürgermeister von ihrer Erfindung. Hallo Leslie, was hast du denn da? Das ist mein sozialer Rollstuhl. Hast du ihn erfunden? Ja, das habe ich. Und diese Leute kommen von Zürich, um ihn für das Fernsehen zu filmen. Toll, du bist ja brillant. Leslie Kingcom hatte früher eine Sesselfabrik. Deshalb ist dieser Stuhl vielleicht doch nicht nur Zufall. Der Rollstuhl, ein Prototyp, wird im Pub den Freundinnen vorgeführt. Die Idee zündete an einer Cocktailparty. Die Gäste, natürlich stehend, unterhielten sich bestens. Da entdeckte Leslie eine Frau im Rollstuhl. There was this woman in a wheelchair. Unable to communicate with anybody. Da war diese Frau in ihrem Rollstuhl, unfähig, mit jemandem zu kommunizieren. Sie sah traurig und frustriert aus und versuchte, auf sich aufmerksam zu machen, weil sie etwas sagen wollte. Aber niemand beachtete sie. Ich kauerte neben ihr nieder und sagte, das muss sehr frustrierend sein. Und sie sagte, ich werde nie mehr zu einer solchen Veranstaltung gehen. So erfand Leslie Kingcom einen Stuhl, der mittels Fernbedienung in der Höhe verstellbar ist. Weil der Prototyp mehrere tausend Pfund kostete, ist es allerdings fraglich, ob er je produziert wird. Leslie Kingcom betrachtet sich nicht als Erfinderin. Was ist der Unterschied zwischen einem Erfinder und jemandem, der eine Idee hat? Erfinder brauchen viele Jahre und sehr viel Herzblut für ihre Erfindung. So bin ich nicht. Ich hatte einfach eine Idee in der Situation, die ich antraf. Ich denke nicht, dass ich eine Erfinderin bin. Aber der Begriff Erfinderin ist weit. Jede ist wieder anders. Ein Fachmann ist Farag Moussa aus Genf, Präsident der internationalen Erfinderorganisation IFIA. Er kennt die Schwierigkeiten von Erfinderinnen. Elles sont invisibles presque et on ne fait pas assez pour les rendre visibles. Donc la condition. Sie sind fast unsichtbar und man macht einfach nicht genug, um sie sichtbar zu machen. Ich denke, der Staat, also die Ämter, die sich um Erfindungen kümmern,
und die Industrie, die Firmen, müssten die Erfinderinnen bekannt machen. Zum Beispiel, indem sie Preise verleihen oder sie in den Medien bringen. Kurz mit allen Mitteln, die möglich sind. Eine der jüngsten Erfinderinnen mit ihrem Produkt, einem essbaren Löffel. Sie ist eine von vielen, die von Farag Moussa, früher Mitarbeiter der Weltorganisation für geistiges Eigentum, prämiert wurden. Der Wegwerfplatz für Kinder aus Papier ist die Erfindung einer jungen Skandinavierin. Landwirtschaftsmaschinen sind das Gebiet einer Unternehmerin aus den Philippinen. Magdalena Villarus besitzt mehr als ein Dutzend Patente. 1986 erfand die Elsässerin Martin Kempf den sprechenden Computer. Heute wird ihre Erfindung vor allem in der Mikrochirurgie verwendet. Auch dieses Produkt war die Erfindung einer Frau. Chacun connaît le Tipex, qui a plusieurs noms. Jeder kennt das Tipex. Es wurde 1952 in New York von einer Frau erfunden, einer sehr schlechten Stenotypistin, die dieses Problem lösen musste. Sie gründete eine Firma und verkaufte sie nach einigen Jahren an Gillette für 40 Millionen Dollar. Also eine kleine Erfindung, die es bis heute gibt und die von einer Frau erfunden wurde. Eine andere Erfindung ist der Melita-Filter. Ein einfaches Produkt, das sehr viele Leute benutzen. Es wurde schon 1908, also vor 90 Jahren, von einer Frau erfunden, die Melita hieß und der Erfindung ihren Namen gab. Mit der Geschichte der Erfinderinnen befasst sich eine Ausstellung in der WIPO, der Weltorganisation für geistiges Eigentum in Genf. Die Ausstellung, die bis zum März 1999 dauert, will die Erfinderinnen ermutigen und bewusst machen, wie viele es eigentlich gibt. In den Industrieländern sind Erfinderinnen nicht zahlreicher als in der Dritten Welt. In Kuba zum Beispiel werden sie weit mehr gefördert als in der Schweiz. Auch die Idee zur ersten Abwaschmaschine stammt von einer Frau. Trotz Unterschieden ist der Anteil der Frauen an Erfindungen in allen Ländern etwa gleich. Er bewegt sich zwischen 6 und 12%. Wir haben hier eine Auswahl von Erfinderinnen aus der ganzen Welt. Und wir fanden unter diesen Frauen viele starke und sehr beeindruckende Beispiele. Ein Mittel zur schnellen Diagnose von Typhus erfand Asma Ismail aus Malaysia. Und auch das berühmte Zovirax stammt von einer Frau. Für ein feuer- und kugelsicheres Gewebe bekam Stefanie Kwolek aus den USA den Nobelpreis. Viele Frauen forschen im Bereich Medizin und suchen nach neuen Medikamenten, wie die Israelin Ruth Arnon. Die Methode zur Entfernung von Minensplittern ist ein Produkt des Kriegs in Ex-Jugoslawien. Und eine Rarität, das erste Patent von Kasachstan ging an eine Frau. In this exhibit, I think we have accumulated about 200 women in. In dieser Ausstellung sind etwa 200 Frauen aus aller Welt versammelt, aus Industrie- und Entwicklungsländern. Ich denke, es gibt ein gutes repräsentatives Bild. And based on this information, I have to say, die Erfinderinnen haben, ob sie nun professionell sind oder auf eine Idee stießen und für ein praktisches Problem eine Lösung fanden, im Grunde sehr ähnliche Probleme. Zum Beispiel fehlt es den Frauen an technischer Ausbildung und Förderung und nicht zuletzt an Vorbildern. Kommt dazu, dass sie weniger ernst genommen werden als Männer. Von den Problemen einer Erfinderin kann Brenda Keane, Fotografin aus Nordengland, ein Lied singen. Sie verbesserte eine bereits existierende Methode zum Fotografieren mit Blitz, den Bouncer, einen Reflektor, der auf die Kamera aufgesetzt wird. Das bestehende Produkt ist nicht patentiert und das war Brendas Chance. Musik.
Ihr ganzes Vermögen investierte sie in die Patentierung. Nur schon ein Europapatent kostet gegen 50.000 Franken. Die Banken wollten ihr zuerst gar keinen Kredit geben. Banks look on inventors as mad hatters. They think you're in the garden shed with your hair wild and you know, sparking ideas. Banken betrachten Erfinder als total verrückt. Sie denken, wir würden mit wirrem Haar unsere Ideen versprühen und erwarten nicht, dass man genügend Geschäftssinn hat, um vorwärts zu kommen. To carry things forward. And as a woman, it's even Frauen sind noch weniger anerkannt. Ich wurde mehrmals gefragt, ob mein Mann ein Formular unterzeichnen könne. Und eine Bank sagte, wenn Ihr Mann nicht sein Haus als Sicherheit gibt, warum sollten dann wir Ihnen Geld geben? Ich musste Ihnen klar machen, dass es nicht die Erfindung meines Mannes sei. Mein Mann habe sein eigenes Leben und seine eigene Karriere. Das sei mein Produkt. It wasn't my husband's invention. My husband has nothing to do with the business. He has his own life and career. This is my product. Im Gegensatz zu ähnlichen Produkten ist Brendas Reflektor einfacher zu montieren, billiger und auch für Kompaktkameras erhältlich. Die Wirkung beruht auf indirektem Licht. Wenn man Menschen oder Tiere fotografiert, gibt es drei Probleme. Das Schlimmste sind die roten Augen. Ferner wird mit dem Blitz die Haut sehr bleich und es gibt hässliche Schatten um den Kopf. Mit einem Reflektor sieht das Resultat anders aus. Die Augen leuchten und haben kleine Lichter. Der Hautton ist natürlich und es gibt keine Schatten. Probleme gibt es vor allem bei den populären Kompakt- und Wegwerfkameras. Für diese gab es bisher keine Reflektoren. Ich integrierte den Bouncer in die Verpackung. Sie kann in allen Farben bedruckt werden. Man kann die Kamera ganz normal benutzen. And it can be printed in any colors, and you use it as a standard camera. But then, when you want to take a portrait with flash, the bouncer is incorporated. Wenn man ein Porträt mit Blitz machen will, ist der Reflektor in der Packung drin. Man hebt den kleinen Spiegel, der den Blitz aufwärts richtet, dann drückt man ab und macht das Foto. Directs the flash up. You press the flashlight. Wind on and take your photograph. Für diese Wegwerfkamera ist die Erfinderin in Verhandlung mit einer Firma. Sollte diese in die Produktion einsteigen, könnte Brenda zu einer reichen Frau werden. Die Erfindung veränderte sie. Ich musste viel Neues lernen und wurde von einer Großmutter, die fotografierte, zu einer Großmutter, die etwas von Finanzen versteht und mit Firmen und Kunden sprechen kann. Ich besuchte Kurse und lernte, wie man verkauft und verhandelt. Nach 5 Jahren bin ich ein völlig anderer Mensch. Und das alles ist das Resultat dieser Erfindung. And 5 years on, I'm an entirely different person, all as a result of this invention. Elaine Sturgis aus Stratford-upon-Avon erfand das Spiel Headlines. Mit diesem Modell präsentierte sie das Spiel an einer Show. Ausgangspunkt waren die mit britischem Humor gewürzten Schlagzeilen der englischen Zeitungen, die von den Spielern neu zusammengesetzt werden müssen. The original model and concept only took 2 days, but it took another 4.5 years to get. Die ursprüngliche Idee war in 2 Tagen geboren, aber es dauerte 4.5 Jahre, um das Spiel auf den Markt zu bringen. Wir lasen kilometerweise Zeitungen und brauchten 1,5 Jahre, um die Stories zu recherchieren und zu schreiben. Aber jetzt sind wir auf dem Markt und denken bereits an eine internationale Version. Eine erste Etappe hat das Spiel erreicht. Das größte Spielwarengeschäft von London, Hamleys, hat es ins Sortiment aufgenommen. Das Spiel wird ständig aktualisiert und neue Produkte kommen dazu. Die Marketing-Spezialistin konzentriert sich nicht nur auf ein Produkt, sondern will viele auf den Markt bringen und gut verkaufen.
Grandstand view, but it will cost you. I think that it's very difficult often for an inventor who. Ich glaube, es ist schwierig, wenn Erfinder zu sehr an ihrem Produkt hängen. Man muss darüber hinausschauen und zeigen, dass man fähig ist, es auf den Markt zu bringen. Hier waren wir erfolgreich. Wir legten den Investoren einen gut verständlichen Dreijahresplan vor und überzeugten sie, dass wir fähig sind, uns auf einem Markt mit großer Konkurrenz zu behaupten. Früher hatten es Erfinderinnen schwerer. Manchen wurde die Erfindung gestohlen oder sie blieben anonym und wurden vergessen. Ada, Lovelace Byron. Das ist Ada Lovelace Byron, die Tochter von Lord Byron um 1830. Sie schrieb das Programm für den ersten Computer. Écrit le programme du premier ordinateur. Den Computer entwickelte Charles Babbage, ihr Mann. Die Erfinderin des Programms, Übersetzerin genannt, blieb anonym. Etwas mehr als 100 Jahre später verfasste eine Frau die Programme für einen der ersten echten Computer. Grace Hopper entwickelte die berühmte Computersprache COBOL und wurde hoch geehrt. Nochmals einige Jahrzehnte später sind Frauen an der Spitze der Informatik immer noch eine Seltenheit. Nadia Manjena-Thalmann, Professorin für Informatik an der Universität Genf, steht mit ihren Forschungen weltweit ganz vorne. Sie arbeitet mit ihrem Team an verschiedenen Forschungsprojekten. Eines davon erweckt die chinesischen Terrakotta-Krieger zum Leben. In kürzester Zeit kann anhand von Fotos von einer Person ein virtueller Klon hergestellt werden. Irgendwann wird er sich von der echten Person nicht mehr unterscheiden. Menschen können so auch künstlich am Leben erhalten werden. Für die Arbeit von Nadia Thalmann gibt es keine Patente. Und doch ist sie auf ihre Weise eine Erfinderin. Ich schaffe neue Welten. Ich bin nicht Erfinderin im Sinne, dass es sehr etwas Konkretes ist, zum Beispiel ein neues Equipment, das ist zu klein für uns. Wir machen hier, und was ich, meine Vision ist in Erfindung, weil ich sehr früh Visionen gehabt habe, wo die Leute gesagt haben, was ist denn, das ist verrückt. Also in diesem Sinn bin ich eine Erfinderin. Nadia Thalmann und ihr Team forschen nicht nur, sie bearbeiten auch Projekte im Auftrag von Firmen, zum Beispiel aus der Modebranche. Dieses Programm ermöglicht die Anwendung von Schnittmustern auf dreidimensionale Körper. Virtuelle Textilien darzustellen, ist etwas vom Schwierigsten. Ein anderes Projekt ist in Arbeit für die Pressekonferenz einer Computermesse. Es geht dabei noch nicht um das perfekte Aussehen der Figur, sondern um das Zusammenspiel von verschiedenen menschlichen Ausdrucksformen. Die meisten von Ihnen glauben immer noch, blonde Frauen verstünden nichts von Technik. Die meisten von Ihnen glauben immer noch, blonde Frauen verstünden nichts von Technik. Aber ich bin die Technik total. Aber ich bin die Technik total. Was ist neu an diesem Projekt? Es gibt Leute auf das Gespräch, die Stimme arbeiten, Leute, die auf dem Kopf, virtuellen Kopf arbeiten, Leute, die auf fazialen Emotionen arbeiten. Also es gibt mehrere Leute. Aber was neu ist, ist, dass alles zusammen hat und das funktioniert, wie Sie gesehen haben. Das ist das Neue, das ist integriert. Und das ist gut, weil es Realzeit ist. Voilà, alors maintenant, petit calibre, bien fixe. Nadia Thalmann gehörte zu den Ersten, die die virtuellen Menschen das Laufen lehrte. Der nächste Schritt ist die Selbstständigkeit des Cybermenschen. Bereits arbeitet das Forschungsteam an virtuellen Menschen, die auf uns mit Bewegungen und Emotionen reagieren. Jeder hätte dann sein virtuelles Ich, das selbstständig Aufgaben für uns erledigen würde.
Das öffnet neue Wege, für vielleicht nicht jetzt, aber warten wir 100 Jahre, 200, 500. Wir haben keine Eile. Ich meine, die menschliche Geschichte braucht sehr viel Zeit und das hat für die Zukunft sehr viel Potenzial. Der Tag ist gekommen. Die britische Erfinderin des Jahres wird gewählt. Von den Frauen, die wir besucht hatten, ist als einzige Claire Lingard mit ihren Magnetstreifen erfolgreich. Sie erreicht den zweiten Platz. Die anderen blieben ohne Glück. Die Jury, bestehend aus 2 Männern und 6 Frauen, entscheidet sich für eine Erfindung, die haargenau dem Klischee entspricht, dass Frauen Praktisches für Haus und Familie erfinden. First British Female Inventor of the Year Award 1998. Britische Erfinderin des Jahres wird Iris White mit ihrem Talking Potty, dem sprechenden Töpfchen. Jurypräsidentin Arlene Wouters begründet die Wahl. Wir suchten nach einer einfachen Idee, die kommerziellen Erfolg haben würde. Und ich sah, dass alle Leute lachten über den Namen sprechendes Töpfchen. Die kommerziellen Möglichkeiten sind unbegrenzt und ich glaube, sie wird eine Menge Geld verdienen, nicht nur in Großbritannien, sondern auch mit dem Export. Man muss nur das Tonband anders besprechen. Und alle Leute auf der Welt haben irgendwann mal ein Töpfchen im Haus. And my inventor is Iris White. Hi, I'm the Talking Potty, and here comes my inventor, Iris White. I'm here to help potty train young children. I invented the Talking Potty because my young grandson refused to use a proper. Ich erfand den Talking Potty, weil mein Enkel das Töpfchen nicht korrekt benutzen wollte. Er setzte ihn auf den Kopf, kickte ihn durchs Zimmer und machte alles damit, nur nicht das, was er sollte. So erfand ich Spiele, redete für das Töpfchen und mein Enkel antwortete. Am nächsten Tag kam er und sagte: Großmutter, können wir das Potty-Spiel wieder machen? Und so spielten wir und nach einer Woche war er sauber. Schon 1997 hatte Iris White an der Londoner Erfindermesse einen Preis gewonnen für ihre Snappy Socks. Ein Clip an beiden Strümpfen sorgt dafür, dass sie beim Waschen zusammenbleiben. Das ist sehr praktisch. Mein Mann schimpfte mit mir, ich würde seine Socken verlieren. Und so erfand ich die Snappy Socks. Ich glaube, Frauen sind praktischer und Männer wahrscheinlich viel kreativer. Typisch weiblich, typisch männlich, zementiert ein solcher Preis nicht Vorurteile gegen Frauen? Die Vorurteile sind in den Köpfen drin. Ich sehe keinen Unterschied zwischen weiblichen und männlichen Erfindern. Die meisten Männer würden etwas für ihre Arbeit erfinden. Die meisten Frauen bleiben zu Hause, wenn sie das Glück haben, das zu können. Nun hat diese Großmutter eine Gelegenheit genützt. Sie machte schon andere Erfindungen. Und ich denke, sie wird weitermachen. Die besten Erfindungen waren wahrscheinlich die Sicherheitsnadel, die Haarspange und die Büroklammer. Ganz einfache Dinge, aber sie werden täglich benutzt. Wir suchten etwas, das kommerziellen Erfolg haben würde, auch wenn das ein singendes Töpfchen ist. And if it's a singing potty, then it's a singing potty. Hi, I'm the Talking Potty. Ob singende Töpfe, Software oder Rollstühle, die typische Erfinderin gibt es nicht. Aber gut zu wissen, dass sie aus dem Busch kommen. Eine der ältesten Erfindungen von Frauen neben der Töpferei und dem Kochen ist das Weben, eine Kunst, die langsam ausstirbt. Im Val Müstair, einem Nebental des Engadins, haben wir die letzte Handweberei der Schweiz entdeckt. Mehr dazu in unserer Rubrik Swissmade.
Meine Damen und Herren, mit dem bündnerischen Handwerksbetrieb mit über 70-jähriger Tradition beschließen wir unsere heutige Sendung. NZZ-Format sehen Sie wieder in einer Woche. Bis dann, auf Wiedersehen. Weben ist eine uralte, sagenumwobene und weibliche Kunst. An vielen Orten auf der Welt standen während Jahrhunderten Webstühle aus Holz. Heute sind sie selten geworden. Die Produkte dieser Bündner Handweberei sind von besonderer Qualität und bleiben jahrelang schön. Das Münstertal, auf Romanisch Val Müstair, verbindet das Engadin mit dem Südtirol. Es ist ein Ort für ruhige Ferien im Sommer und im Winter. Wer in Santa Maria vorbeifährt, sollte einen Besuch in der Weberei nicht versäumen. Die Tessanda ist der einzige selbstständige Handwerksbetrieb mit Ausbildungsplätzen in der Schweiz. Die Stoffe sind schön und lange haltbar, aus natürlichen Materialien, und sie werden nicht chemisch behandelt. Aber der Verkauf ist schwierig. Mit den importierten Billigtextilien kann die Tessanda nicht Schritt halten. Die Sachen sind relativ teuer, sie sind sehr arbeitsintensiv und dadurch entsteht ein hoher Preis. Und der wird nicht anerkannt, weil die meisten Menschen nicht wissen, wie viel Arbeit in einem Stück Stoff steckt. Die Tessanda ist eine Stiftung mit einem Gönnerverein im Hintergrund, ohne den sie heute nicht überleben könnte. Sie will ein altes Handwerk und die traditionellen Muster erhalten und jungen Frauen aus dem Tal eine Berufslehre als Weberin ermöglichen. 18 Webstühle stehen hier, 7 Frauen werden im Moment beschäftigt. Mit 18 Franken ist der Stundenlohn niedriger als der einer Putzfrau. Noch bis zur Jahrhundertwende woben die Frauen von Santa Maria ihre Aussteuer selber. Bevor die Tradition ganz verschwand, gründete der Pfarrer von Santa Maria 1928 die Tessanda. Er wollte den jungen Frauen des Tals einen Verdienst verschaffen. In der Tessanda arbeitete damals auch Annie Pünchera. Das Weben war eine sehr strenge Arbeit, das muss ich sagen. Besonders wenn man Leintücher oder Tischtücher gewoben hat, das war sehr streng. Und das war in der Kriegszeit und man war arm. Und es war gut, wenn man als junges Mädchen noch etwas verdienen konnte. Denn nur mit der Landwirtschaft, da kann man nicht viele Sprünge machen. Noch in den 60er Jahren trugen die Weberinnen bei der Arbeit die Bündner Werktagstracht und woben ausschließlich die überlieferten Muster. Heute werden neben den alten auch moderne Muster und neue Farben verwendet. Kundinnen können auch nach eigenen Entwürfen Stoffe oder fertige Textilien bestellen. Die Webetechnik auf den Handwebstühlen hat sich seit mindestens 300 Jahren nicht verändert. Sie ist sehr arbeitsintensiv und die Einnahmen decken die Ausgaben kaum. Die Tessanda kann noch knapp die 7 angestellten Frauen beschäftigen. Es ist klar, dass die Handweberei nie konkurrenzfähig sein kann und nur durch Fördermaßnahmen als kulturelles Gut erhalten bleibt. Im Vergleich zum Aufwand ist der Ertrag gering. Auf den Handwebstühlen entstehen pro Stunde 70 cm Stoff. Die modernste Webmaschine produziert 70 Meter. Eine Marketinganalyse nahm die Tessanda unter die Lupe.
Neben den traditionellen bäuerlichen Mustern ist nun ein modernes Produkt dazugekommen, ein Wollteppich in den Farben des Tals. Damit hofft man, den Umsatz zu steigern und die alte Kunst des Handwebens zu erhalten. Für mich das Schönste ist, dass ich eigentlich vom Faden, von der Garnspule weg bis zum fertigen Stoff alles selber machen kann. Und dass ich meinen eigenen Rhythmus in die Arbeit geben kann. Webstühle im Wallmischteier. Ein Besuch lohnt sich.